Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute möchte ich euch mal zeigen, was an einem Tag, heute haben wir Freitag, bei uns alles so passiert, wie wir morgens so anfangen, was sich den Tag über so ereignet. Und deswegen dachte ich, nehme ich euch einfach mal mit. Es ist jetzt 20 nach 7. Jetzt müssen wir erstmal das aufschließen hier und quasi alles zum Leben erwecken. Und heute ist generell auch ein Freitag, an dem sehr viel abgeholt wird. Das heißt, wir haben einige Autos verkauft, die heute abgeholt werden. Ich glaube, es sind heute sogar 5 oder 6 Stück, was schon sportlich ist, weil ich will natürlich auch nicht nur jedem Kunden Schlüssel in die Hand drücken und einen schönen Tag wünschen, sondern auch ihm das Auto erklären und vielleicht auch nochmal 5 Minuten töttern, einfach so, weil wir natürlich auch nur sympathische und nette Kunden haben, mit denen man halt auch gerne mal ein Schwätzchen hält. So, jetzt sind wir in der Aufbereitung. Und 7:15, die Jungs kommen meistens alle so 7:30, 7:45. Deswegen bin ich jetzt gerade noch alleine hier. Und hier haben wir... Das ist der erste, der Pazifiker. Wir haben versucht, weil das Wetter relativ unbeständig war, die nach Möglichkeit alle drinnen zu lagern, bis sie abgeholt werden. Da steht jetzt ein Pazifiker. Das ist der erste, der wird gleich abgeholt. Und dann geht es eigentlich fast im Stundentakt bis heute Nachmittag weiter. Da haben wir einen F-150. Bei dem F-150 ist es so, der Kunde hat in Amerika gelebt. 2 oder 3 Jahre, glaube ich, hat er erzählt. Beruflich halt und ist dann wieder nach Deutschland zurückgekommen und hat das Auto mitgebracht. Das heißt, das Auto hat er als Umzugsgut mit nach Deutschland gebracht. Da gibt es ein, zwei andere, was heißt Vorteile, aber andere Sachen zu beachten. Aber unterm Strich spart man sich Zoll und Einfuhrumsatzsteuer, wenn man ein Auto als Umzugsgut mit nach Deutschland bringt. Aber unabhängig davon muss das Auto natürlich trotzdem umgerüstet werden und muss nach den Vorgaben der deutschen Straßenverkehrsordnung halt auch vom TÜV abgenommen werden. Und das machen wir alles für den Kunden. Ich zeige euch gleich auch mal, was alles abgeholt wird an Autos. Ich glaube, heute sind einige Pacificas dabei. Und unser großes Problem ist, dass wir immer weniger Autos haben. Oh, falscher Schalter. Das heißt, Corona-bedingt ist natürlich in den USA immer weniger Angebot. Das liegt zum Teil daran, dass manche Hersteller immer noch nicht wieder produzieren, weil immer noch irgendwelche Teile fehlen. Zum anderen liegt es daran, weil wir auch Leihwagen kaufen, was auch immer völlig verpönt ist, was aber eigentlich gar nicht so das Thema ist, weil wir da noch nie Theater mit hatten. Aber dadurch, dass ja seit, ich glaube mittlerweile 2,5 Jahren ein Einreiseverbot gilt für eigentlich die halbe Welt in die USA, sagen natürlich die großen Vermieter alle, wir brauchen ja keine Autos, weil eh keiner da ist, der sie mieten kann. Das heißt, sie haben oft oder haben größtenteils ihren ganzen Bestand runtergefahren, was für uns dann natürlich schwierig ist und auch generell in Amerika, es gibt wenig Autos im Moment. Das ist unser großes Problem und die Nachfrage ist halt hier relativ groß, gerade im Bereich Pacifica, im Bereich Minivan, weil das einfach super geile, geniale Autos sind, aber auch Mustang-technisch ist die Nachfrage da, aber im Moment, ihr werdet das auf unserer Homepage auch sehen, der Bestand ist im Moment relativ dünn, aber wir sind natürlich immer drauf und dran, dass wir neue Autos kriegen. Und jetzt gehen wir mal raus und ich zeige euch mal eben, was heute abgeholt wird. So, was ist alles verkauft, beziehungsweise was wird heute alles abgeholt? Wir haben einmal hier den Chrysler Pacifica Limited, der wird abgeholt. Dann haben wir einen Mustang 2,3 Liter 2018er Modell. Der wird jetzt als erstes gleich abgeholt. Dann geht es weiter. Es sind sogar 6 Stück in der Tat. 2 Durangos, da habe ich schon mal ein Video zugemacht vor einiger Zeit. Die haben jetzt etwas länger gestanden und sind dann natürlich beide in einer Woche verkauft worden. Das ist immer ganz oft, dann hast du ein Auto, die stehen 1-2 Wochen länger oder auch mal 2 Monate länger. Und dann auf einmal werden alle verkauft. Das heißt, wir haben hier den Durango GT, der wird abgeholt. Dann haben wir einen Challenger RT, 8 Zylinder.
Haben wir auch kaum noch welche. Wir haben, lass mich mal eben gucken, ich glaube noch einen weißen und einen roten. Ja, das alles. Also im Moment leider halt ziemlich dünne Ausbeute. Dann wird der weiße Pacifica von gerade eben abgeholt. Und der Durango, der andere Durango, der da steht, der wird aber nicht heute abgeholt, der wird morgen früh abgeholt. Dann machen wir heute noch Inspektionen dran. Also es sind heute 5, morgen einer, sind 6 Stück. Das ist schon stramm, also das ist auch für uns schon stramm. Da gibt es dann immer ganz viel Bürokratiekram noch zu machen. Das bereite ich jetzt alles vor, damit das natürlich gleich alles schön entspannt geht. Jetzt haben wir es 8.05 Uhr. Und das Wichtigste, was wir dann morgens immer machen, ist um 9 Uhr Frühstückspause. So, liebe Freunde. Jetzt seht ihr, jetzt ist hier nichts mehr los. Großteil der Autos ist abgeholt. Ein Kunde hat angerufen, er kommt morgen. Holt den dann am Samstag ab. Ist aber auch kein Problem. So sieht es jetzt aus. Hier ist jetzt nicht mehr viel los, ne? Also wie gesagt, es gibt wenig Autos. Wir kriegen kaum Nachschub. Das ist unser großes Problem. Aber wir lassen den Kopf nicht hängen. Wir haben in der Werkstatt einiges zu tun. Deswegen schauen wir mal. Und vielleicht habe ich ja nächste Woche in dem nächsten Video schon wieder ein kleines Highlight für euch. Aber nur ein kleines. Da möchte ich gar nicht zu viel verraten. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich habe euch belogen beim letzten Mal. Unwissentlich, aber ich habe euch belogen. Aber das klären wir nächste Woche. Deswegen, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Woche. Macht's gut.